Ja, wohin als nächstes? Wo piept das denn hier? Können wir da was sehen? Vielleicht können wir ja da mal eben durchrennen hier. Tja, geht sogar. Sierra Madre Chip. Ein Verdienstklemmbrett, das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Aber so ein Staubsauger, den wollte ich schon immer mal haben. Ampel, Stromleiter. Was haben wir da? Leere Whiskyflasche, Blechdose. Zwei Türen zur Auswahl. Also nehmen wir erstmal die hier. Machen wir mal das Licht an. Dann sehen wir auch mehr. Ah, Sierra Madre Chips. Gornak der Baba. War da noch mehr drin? Nein, nur das Verdienstklemmbrett. Irgendwelche weiteren Heftchen hier. Sieht aber nicht danach aus. Oh, da haben wir noch Whisky. Also besaufen können wir uns hier so richtig. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Eigentlich total sinnlos, dass ich mich verkrieche. Ich eh die Lampe anhab. Also die an meinem Pip-Boy. Wir könnten mal gucken, ob wir das Ding nicht irgendwie zerstören können. Schnell raus hier. Abgeschlossen. Ja, dann muss ich jetzt zurück zu dem Mutanten und da mal die Disk abspielen. Schnell durch.
Puh. Lass nicht zu, dass er dazu bringt, mich verletzen. Verletzt hält ihn fern. Puh. Ich sollte noch mal speichern. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann stand da auch ein Radio. Verschwinde jetzt lieber, bevor er zurückkommt. Nein! Ja, ich fürchte, wir müssen es mal drauf ankommen lassen. Puh. Da ist das Befehlsband. Doc, zurück in den Käfig. Wen haben wir denn hier? Sie sind nicht der, den ich erwartet habe. Ich bin enttäuscht. Aber auch wenn Sie es nicht sind, Sie können Befehlen folgen. Gut. Sie können kein Idiot sein, wenn Sie herausgefunden haben, wie man mich aus meinem Käfig befreien kann. Oder vielleicht sind Sie es doch. Mit ihren Leinen um Arm und Hals. Und wir mit unseren Halsbändern und Fesseln. Wir könnten verwandt sein. Das wüsste ich. Was ist mit deiner Stimme passiert? Ich bin die Stimme der Vernunft. Manchmal schlafe ich unten im Keller im Käfig. Da ich jetzt wach bin, geht Doc zurück in den Käfig. Doc weiß, dass ich hier bin, kann aber nichts dagegen tun. Ich bin sein Gewissen. Man muss ihn zähmen, damit er uns nicht verletzt. Okay. Ich sitze hier schon seit einiger Zeit fest. Dann kommen Sie und lassen mich heraus. Sie haben meinen Käfig nicht grundlos geöffnet. Warum? Wissenschaft 35. Die Hirnschädigung bei Supermutanten ist üblicherweise das Ergebnis von exzessivem Stealth-Boy-Gebrauch. Medizin 35. Sie leiden unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Irgendein Trauma hat das verursacht. Ich habe nach jemandem mit demselben Halsband wie meins gesucht. Wo ist Ihr Halsband? Wieso haben Sie sich in den Käfig gesperrt? Wenn Sie mich nicht erwartet haben, wen dann? Ich muss sie hier rausbringen. Wissenschaft oder Medizin? Stealth Boy. Das ist die einfache Erklärung, die die Menschen verwenden. Vorkriegstechnologie. Als wäre das die Wurzel allen Übels für Körper und Geist. Ich musste aus dem Käfig raus, um Doc zu beschützen. Vor schlauen Menschen wie Sie. Sehen Sie die Wunden, die seine Haut übersäen? Die Bärenfalle an seinem Arm. Gott. Er hat seine Hand selber hineingesteckt. Der in seine Brust geritzte Name erinnert ihn daran, wer er ist. Fügt sich Schmerzen zu, damit ich ruhig bin. Dabei versuche ich doch nur... Er schneidet und verletzt mich. Versucht sogar, mich zu ermorden. Er wird es nicht schaffen. Er macht mich nur noch wütender. Doc ist die Bestie. Wir tauschen einfach die Käfige, wie den hier. Ich habe nach jemandem mit demselben Halsband wie meines gesucht. Wo ist Ihr Halsband? Wieso haben Sie sich in den Käfig gesperrt? Also Sie sind derjenige, der weiß, wie ich zur Villa gekommen bin. Ich muss sie hier herausbringen. Na, ich habe nach jemandem mit demselben Halsband wie meins gesucht. Wo ist Ihr Halsband? Es ist in der Nähe. Näher, als mir lieb wäre. Doc denkt viel nach. Muss denken, bevor er isst. Kauen, bevor er schluckt. Da ist er eigen. Jetzt ist das Halsband ein Teil von mir. Ich fühle seinen elektronischen Herzschlag tief in mir brennen. Wie früher. Es war kalt und schwer, bevor ich in den Käfig gegangen bin. Jetzt sind sie hier und es zieht an mir wie eine Hundeleine. Interessant. Sollte das Halsband
in ihn aktiv sein, muss es jemand anders gewesen sein, der es aktiviert hat. Wie zum Teufel haben Sie oder wer auch immer eines dieser Halsbänder gegessen? Vielleicht sollten Sie damit aufhören, all diese alte Weltgeräte in sich hineinzustopfen. Auf keinen Fall, ich hätte andere Fragen. Ich muss sie herausbringen. Sollte das Halsband in Ihnen aktiv sein, muss es jemand anders gewesen sein, der es aktiviert hat. Ach ja? Trotzdem hat es Sie zu mir geführt. Und jetzt sind Sie hier und es brennt mir ein Loch in die Eingeweide. Vielleicht ruft es seinen Besitzer. Wie zum Teufel haben Sie oder wer auch immer eins dieser Halsbänder gegessen? Sie trennen sich ab. Dann sehen Sie wie Rat-Skorpione aus. Und wenn Sie an warmes, rotes Nackenfleisch befestigt werden, da kümmert es nicht, was sich an dem Körper befindet, den er zerquetscht. Er wird ihn verdrehen und zerteilen, bis er satt ist. Doc kann nichts dafür. Hungrig, gierig. Jetzt ist das Halsband in ihm und wieder aktiv. Wir sitzen hier in der Falle, bis es wieder kalt ist. Vielleicht sollten Sie damit aufhören, all diese alte Weltgeräte in sich hineinzustopfen. Ich habe keine Wahl. Manchmal gewinnt der Instinkt die Oberhand, dann gehe ich in den Käfig. So kann ich meine Neugierde befriedigen. Schließlich konnten Sie sich das Halsband auch nicht aussuchen. Das stimmt. Vielleicht war es Ihre Neugierde, die dazu geführt hat, dass Sie es angelegt haben. Auf keinen Fall. Ich hätte auch andere Fragen. Natürlich haben Sie Fragen. Und ich auch. Dietrich, 35. Sie haben sich wohl kaum selbst eingeschlossen, ohne Schlüssel wieder zum Wiederauskommen? Sie haben sich wohl kaum selbst eingeschlossen, ohne Schlüssel zum Wiederauskommen. Der Schlüssel? Na, das ist der alte Mann, der uns hierher gebracht hat. Ich habe den Schlüssel an mir versteckt, damit Dog nichts erfährt. Der alte Mann muss einfach auftauchen, damit ich mit ihm sprechen kann. Wenn Dog die Kontrolle gehabt hätte, als der alte Mann kam, er hätte wie immer seinen Befehlen gehorcht. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn du den Schlüssel da drinnen hast, kann der alte Mann Dog befehlen, den Käfig zu öffnen. Dog gehorcht, ja. Warum? Haben Sie eine Möglichkeit, Kontakt zum alten Mann aufzunehmen? Ja, ich kann seine Stimme abspielen. Ich habe einen Audiolog von ihm auf meinem Pip-Boy. Die Stimme des alten Mannes ist auf meinem Pip-Boy, genau wie Ihre. Sie spielen nicht. Falls doch, finde ich einen Weg aus diesem Käfig und bereite Ihnen ein Ende. Ich ermorde Sie, zerquetsche Ihre Arme und... Beruhigen Sie sich, folgen Sie mir freiwillig und ich werde es nicht tun. Nein, würden Sie nicht. Wenn doch, würden Sie nicht lebend von hier entkommen. Ich würde jedes Ihrer Glieder zertrümmern und Sie hier zurücklassen. Meinen Sie, ich hätte Angst, dass Ihr Halsband explodiert und uns beide tötet? Nein, ich lasse Sie atmen und gehe weiter, bis das Halsband kalt wird. Ich lege Ihren zerschundenen Leib mit Blick auf das Sierra Madre ab. So können Sie das sehen, was Sie stehlen wollten. Für immer außer Reichweite. Ich kann Sie nicht davon überzeugen, dass ich nicht wegen des Sierra Madre oder dem alten Mann hier bin, also werde ich es beweisen. Ich habe die Macht, Doc aus diesem Käfig zu lassen. Ich beweise es, indem ich es nicht tue. Auf Wiedersehen. Wer auch immer Sie sind, ich werde Doc aus dem Käfig lassen. Ich kann Sie nicht davon überzeugen, dass ich nicht wegen des Sierra Madre oder dem alten Mann hier bin, also werde ich es beweisen. Es beweisen? Wie? Worte sind wertlos. Ich weiß es zwar auch noch nicht, aber ich habe die Macht, Doc aus diesem Käfig zu lassen. Ich beweise es, indem ich es nicht tue. Nein. Nein, sind Sie nicht. Selbst Doc ist sanftmütiger, leichter zu kontrollieren. Sie werden es vielleicht bereuen. An diesem Ort, hier überleben Kreaturen wie Doc. Die Menschen, die die Straßen füllen,
Er ist bösartiger als Sie. Sein Hunger kann Ihnen mehr helfen als ich. Wenn ich die Kontrolle habe, ist es schwer, in dieser Hölle zu kämpfen. Wie meinen Sie das? Auch wenn Doc hilfsbereiter wäre, könnten wir beide es schaffen. Wenn das so ist, nehme ich ihn mit. Ich brauche sie nicht. Wie meinen Sie das? Die Bewohner der Villa. Sie sind schwierig zu töten. Sie müssen in Stücke gehackt werden. Desintegriert, wenn es geht. Sie sind schwierig zu töten, aber nicht schwierig zu fressen. Und Doc ist immer hungrig. Wenn er bei ihnen ist, wenn sie kommen, wird er über sie herfallen und ihnen ein Ende setzen. Wenn ich bei ihnen bin, werden Kämpfe schwieriger. Auch wenn Doc hilfsbereiter wäre, können wir beide es schaffen. Ich bin nicht sicher, ob Sie hierher gehören. Nein, Sie gehören nicht hierher. Doch, Sie sind weit gekommen. Und ich habe kein Interesse, länger hier zu bleiben. Ich entriegle den Käfig. Gut, verschwinden wir von hier. Wir treffen uns am Brunnen und plaudern... und planen dort unseren nächsten Schritt. Wir treffen uns am Brunnen. In Ordnung. Zum Brunnen und seinem Geist. Raus hier! Da hinten war auch noch eine Tür. Gucken wir uns die doch mal eben an. Eine Tür zur Villa. Aha. Oh. Hehehe. Oh, Mist. Oh, Mist, 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 Mist. Oh, da ist ja noch so einer. Geh mal weg. Find me and we can talk. Okay. Medical District. So viel zu Fallout für heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos. Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!